Guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht um Ihr Gehirn und um Ihre Hand. Warum? Nun, weil sich die Hände und das Gehirn im Mutterleib schon entwickeln und weil diese Entwicklungsprozesse, die sich sehr früh abspielen, von bestimmten Genen und bestimmten hormonellen Prozessen gesteuert sind. Und so hängt Gehirn und Hand und natürlich auch das, was im Gehirn abläuft und Hand irgendwie zusammen. Das ist eine Erkenntnis, die hat man im Prinzip schon seit 100 Jahren. Wahrscheinlich wussten auch viele Handleserinnen und Handleser schon von der Erkenntnis, aber sie ist erst in letzter Zeit richtig aufgekommen. So wie auch eine der neuesten Erkenntnisse im Bereich der Anatomie ist, dass es im Gehirn einen ganz bestimmten Bereich gibt, den sogenannten Handknopf. Den sehen wir hier, die Pfeile. Sie sehen erstmal hier ein Gehirn von oben. Und das sind all die Windungen dargestellt und das sieht alles furchtbar durcheinander aus. Aber man sieht hier eine Windung, die geht hier lang und die hat hier so eine besondere Ausbuchtung. Und hier sieht man es nochmal. Und diese Ausbuchtung, die schafft besonders viel Platz für Nervenzellen, die hier sitzen. Und wofür sind die Nervenzellen, die hier sitzen, zuständig? Die sind für die Hand zuständig. Das sieht man hier nochmal, wenn man sozusagen von der Seite aufs Gehirn schaut. Hier ist oben, hier ist vorne, hier ist hinten, hier ist unten. Und hier ist wieder diese Furche und dieser Gyrus, wie man es auch nennt. Dieser Gyrus, also diese Windung, die ist für die Motorik zuständig, die hier für die Sensibilität. Und was man hier sieht, die Hände müssen ja gesteuert werden. Man sieht hier so eine besondere Ausbuchtung. Und diese Ausbuchtung, die schafft besonders viel Platz für die Hand, weil wir mit der Hand ja auch besonders viel machen, weil hier besonders viel Codierungshardware vorhanden sein muss, damit wir die Hand eben besonders gut und besonders fein und genau steuern können. Die Hand, wurde oft gesagt, ist das komplexeste Werkzeug, das es im gesamten Universum gibt. Man kann mit ihr unglaubliche Sachen anstellen und gerade die menschliche Hand im Vergleich zu allen anderen Händen im Tierreich ist besonders gut und besonders fähig, ganz viele unterschiedliche Dinge zu leisten. Handlesen war schon lange deswegen etwas ganz, eine Sache, die immer gemacht wurde. Und man kann in der Tat aus der Hand einiges ablesen. Wenn ich in die Hand reinschaue, kann ich auch sagen, wie alt jemand ist. Ich kann vielleicht sogar ein bisschen was über dessen Intelligenz aussagen. Hier dieses Bild übers Handlesen, schon sehr alt, die Handleserin. Ich kann vielleicht sogar etwas über die Intelligenz aussagen, denn es ist so, dass es eine bestimmte Furche gibt. Und diese Furche, die zeigt eben an, dass hier möglicherweise ein Down-Syndrom vorliegt. Und dieses Down-Syndrom kann ich auch sonst sehen, aber an der Furche kann ich es eben auch sehen, sodass tatsächlich aus der Hand alleine schon bestimmte Dinge abgelesen werden können. Die Linien, die man so hat, die Lebenslinie und die Herzlinie und die Schicksalslinie und was es da alles an der Hand gibt, das sehen wir auch im nächsten Bild, die sind wahrscheinlich Produkt menschlicher Fantasie. Auf die gehe ich nicht ein, weil ich hierzu keine empirischen Forschungsergebnisse habe. Wozu ich aber empirische Forschungsergebnisse habe, und die sind eben auch schon seit längerer Zeit sehr gut untersucht, hier sehen Sie nochmal die Vierfingerfurche, die normalerweise nicht da ist, aber bei bestimmten Menschen geht die ganz durch und die haben eben auch Schwierigkeiten bei höheren geistigen Leistungen. Sodass man sagen kann, Hand und Gehirn, ja, das wusste man schon lange, es hat was miteinander zu tun. Aber es hat noch viel mehr miteinander zu tun, als man das noch vor kurzem so richtig wusste. In der nächsten Abbildung sieht man, worum es geht. Man sieht nämlich auf der einen Seite links eine männliche Hand und rechts daneben eine weibliche Hand, einfach mal auf einen Fotokopierer gelegt. Und wenn man jetzt hier genau hinsieht, fällt einem etwas auf. Nämlich, dass der Zeigefinger bei der männlichen Hand, der ist kürzer im Vergleich zum Ringfinger. Und bei der weiblichen Hand ist der Zeigefinger im Vergleich zum Ringfinger länger. Wenn man Zeigefinger und Ringfinger ins Verhältnis bringt, kriegt man eine 2:4 Ratio, ein 2:4, also zweiter Finger, vierter Finger Verhältnis heraus. Und dieses Verhältnis liegt bei Frauen etwa bei 1 oder bei über 1, das heißt der Zeigefinger ist länger als der Ringfinger. Beim Mann ist das andersherum, da liegt das Verhältnis unter 1, das heißt da ist der Zeigefinger kürzer als der Ringfinger. Das Ganze ist Statistik. Im Einzelfalle sagt das nicht viel. Wenn Sie aber bei Tausenden von Menschen das untersuchen, finden Sie das immer wieder. Und jetzt kann man sich fragen, ja, woran liegt denn das? Nun,
Die Hand entwickelt sich sehr früh und das Gehirn auch, unter dem Einfluss von Hormonen. Es ist nicht so, wie man vielleicht denken mag, dass der Embryo, der weiblich ist, wegen des zweiten X-Chromosoms, Sie wissen, Frauen haben den Genotyp XX, sie besitzen zwei X-Chromosome, Männer haben den Genotyp XY, besitzen also ein X- und ein Y-Chromosom. Man könnte nun meinen, es sind die Chromosomen, die die Gehirnentwicklung steuern. Dem ist aber nicht so. Es ist vielmehr so, dass sich unter dem Einfluss dieser Chromosomen schon sehr früh beim männlichen Fetus Hoden ausbilden und die bilden Testosteron. Und dieses Testosteron fängt von der siebten Schwangerschaftswoche an, sozusagen ausgeschüttet zu werden. Und das bewirkt, dass der ganze Embryo sozusagen in diesem selbst ausgeschütteten Testosteron, wenn man so will, badet. Und dieses Testosteronbad zwischen der siebten und 14. Schwangerschaftswoche bewirkt eine Vermännlichung des Feten. Wenn das nicht passiert, wird es ein Mädchen. Dann geschieht diese Vermännlichung nicht. Und es kann sogar sein, dass es sich um sozusagen einen Mann eigentlich handelt, aber es gibt irgendeinen Defekt in der Produktion vom Testosteron. Also Sie haben jemanden mit einem Chromosomensatz XY, also genetisch ganz klar ein Mann. Es fehlt aber in diesen 7 Wochen von Schwangerschaftswoche 7 bis 14 das Testosteron. Was wird daraus? Ein Mädchen. Das ist natürlich dann hinterher ganz schwierig, wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, aber aufgrund dieser Erkenntnisse hat man rausbekommen, wie es tatsächlich funktioniert, dass nämlich die Vermännlichung des Gehirns zwischen der 7. und 14. Schwangerschaftswoche im Mutterleib stattfindet, wo das Testosteron, das der kleine Mann schon bildet, dafür sorgt, dass alles, der ganze Körper im Testosteron badet. Dieses Testosteron wiederum schaltet bestimmte Gene an, die hören auf den Namen HOX-Gene, und diese HOX-Gene bewirken Fingerlängenwachstum, und zwar insbesondere Wachstum des Ringfingers. Und sie bewirken zum Beispiel Peniswachstum. Und sie bewirken auch Gesichtswachstum, denn Männer haben ein breiteres Kinn, Frauen haben ein schmaleres Kinn. Und sie bewirken also einerseits eine Vermännlichung, ja, von Gesichtszügen, von Körper. Sie bewirken aber ganz offensichtlich auch eine Vermännlichung des Gehirns, denn wir wissen ja alle, dass Männer und Frauen auch im Kopf ein bisschen verschieden sind. Männer sind aggressiver, sind sozial schlechter, sind dafür musisch und mathematisch im Mittel immer etwas besser. Frauen sind sprachlich besser. Also es gibt gewisse Unterschiede, wobei es sich hier nur immer um Mittelwertsunterschiede handelt, wenn man ganz viele Leute untersucht. Man kann nicht vom Geschlecht des Einzelnen auf die Begabung des Einzelnen schließen. Aber wenn man ganz viele nimmt, dann ist es eben schon so, dass die einen ein bisschen anders sind als die anderen. Man kann ja auch nicht vom Geschlecht auf die Körpergröße schließen. Es gibt kleine Männer und große Frauen. Wenn Sie aber 1000 vermessen, dann finden Sie, dass die Männer im Mittel ein bisschen größer sind als die Frauen. So muss man sich das vorstellen. Bei den Begabungen ist der Effekt wahrscheinlich meistens noch etwas schwächer, aber er ist auch da. Nun sind es eben nicht nur die Begabungen, es sind auch Krankheiten. Risikoverhalten, typisch männlich. Männer sterben einfach an Unfällen, an aggressiven Auseinandersetzungen, Aggressivität. All das ist stärker ausgeprägt bei Männern. Und jetzt kommt's. Männer, die besonders stark in Testosteron gebadet haben zwischen Schwangerschaftswoche 7 und 14, woran erkennen Sie es? Am Fingerlängenverhältnis sind auch, was ihr Gehirn anbelangt, besonders, wenn man so will, heftige Männer. Das heißt, weil die gleichen Prozesse der im Laufe der frühen Schwangerschaftsentwicklung für eine Vermännlichung von Körper und von Gehirn und damit Geist gesorgt haben. Deswegen kann man sich die Finger angucken und aus dem Fingerlängenverhältnis auf bestimmte Dinge schließen, die ja mit dem Gehirn und mit Steuerung durch das Gehirn was zu tun haben. Ich kann es auch einfach ausdrücken. Das Fingerlängenverhältnis beim Mann sagt aus, wie viele Kinder der hat. Je kürzer der Zeigefinger im Verhältnis zum Ringfinger, desto mehr Kinder hat er. Das Fingerlängenverhältnis sagt auch aus, dass er, also je kürzer der Zeigefinger, desto mathematisch, musikalisch begabter ist er. Desto ja, größer seine Chance an Autismus zu erkranken, typisch männliche Erkrankung. Desto besser seine Chancen im Flirten, also im Brautwerbeverhalten. Desto breiter sein Kinn. Das sind alles, nochmal,
bevor Sie jetzt entsetzt auf Ihre Hand schauen. Das sind alles statistische Zusammenhänge. Ja. Aber es sind doch Zusammenhänge, die messbar sind und die sich in großen Gruppen, wenn man das sich anschaut, immer wieder zeigen. Man hat sogar einen Einfluss des Fingerlängenverhältnisses auf die Zusammensetzung der Samenflüssigkeit beim Mann gefunden. Nach dem Motto, je kürzer der Zeigefinger, desto qualitativ hochwertiger die Samenflüssigkeit des Mannes. Nochmal, hier geht es nicht um irgendeinen obskuren Hokuspokus. Hier geht es um einen Zusammenhang, der wissenschaftlich ganz klar verständlich wird dadurch, dass unter dem Einfluss bestimmter Gene, die ihrerseits vom selbst vom Fetus gebildeten Testosteron gesteuert werden, Hirn und Hand entwickeln und sie sich unterschiedlich entwickeln, je nachdem, in wie viel Testosteron gebadet wird. Gebadet wird durch den sich entwickelnden Fetus in der 7. bis 14. Schwangerschaftswoche. Man hat sich auch überlegt, geht das sozusagen, gehen diese Einflüsse rein über Gesichtszüge, gehen diese Einflüsse rein über Verhaltensweisen? Man hat zum Beispiel folgende Studie gemacht. Man hat Männer und Frauen, wenn man so will, speed-daten lassen und hat hinterher immer gegenseitig die Attraktivität einschätzen lassen. Wollten sie mit dem sich näher einlassen, ja oder nein? Hat die Testosteronkonzentration im Speichel gemessen, um zu wissen, wie sozusagen vermännlicht ist dessen Hormonstatus jetzt und hier gerade, und hat auch das Fingerlängenverhältnis bestimmt. Und was stellt sich heraus? Die Attraktivität eines männlichen Partners für eine Frau wird nicht durch die Testosteronkonzentration jetzt und hier bestimmt, wird aber durch die Testosteronkonzentration damals im Mutterleib bestimmt, wenn nämlich das Fingerlängenverhältnis entsprechend ist, das heißt der Zeigefinger entsprechend kürzer, wird er im Mittel als attraktiver eingeschätzt. Das Ganze ist auch nicht allein über zum Beispiel Dominanzverhalten vermittelt, man hat das extra erfasst und zeigen können, das allein ist es nicht. Das ist also eben nicht sowas wie, naja, so ein testosteronmäßig aufgepumpter Mann, der vielleicht besonders attraktiv erscheint, das ist es nicht. Es sind die langfristigen männlichen Eigenschaften, die hier eine Rolle spielen in der Einschätzung der Männer als ja, potenzieller Partner. Wenn man sich nun fragt, wie kann man, ja, was kann man daraus machen? Und ich glaube, man kann daraus erstmal gar nichts machen. Aber interessant ist Folgendes, dass sich diese Überlegungen zur Fruchtbarkeit ganz offensichtlich schon lange irgendwie in den Köpfen der Menschen befinden. Wir tragen den Ehering wo? Am Ringfinger. Es ist genau der, der bei Männern, wenn man so will, über die Fruchtbarkeit entscheidet, weil der wächst wie vieles andere auch und weil der unter dem Einfluss des gleichen Hormons wächst, wie das, was uns eben auch zu Männern macht und was uns eben auch zu, ja, charakterlich zu Männern macht. Der Ringfinger ist der Finger, der hat die wenigsten Muskelansätze, ist also der unbeweglichste. Dennoch ist er der Finger, der mit Fruchtbarkeit am meisten zu tun hat und der sozusagen darüber nicht bestimmt, aber der anzeigt, heute anzeigt, wie die Entwicklung von Körper und Gehirn ganz am Anfang unserer Existenz damals war. Wir haben also sozusagen einen Hinweis auf unsere ganz frühe Embryonalentwicklung, die uns zu dem gemacht hat, der wir sind. Und das sehen wir auch nochmal im nächsten Bild. Was man hier gemacht hat, man hat einfach Gesichter genommen und hat den Mittelwert aus allen Gesichtern, von über 100 Gesichtern, berechnet. Und dann hat man die Fingerlängenverhältnisse bestimmt und hat geschaut, welches ist ein besonders weibliches Fingerlängenverhältnis, und hat die Gesichter zusammengenommen und die besonders männlichen Gesichter zusammengenommen. Und was man sieht ist, ist das Durchschnittsgesicht von Menschen, die haben ein weibliches Fingerlängenverhältnis, und das ist das Durchschnittsgesicht von Menschen, die haben ein männliches Fingerlängenverhältnis. Mit anderen Worten, die Entwicklung in der Schwangerschaft legt eben auch das Gesichtswachstum fest und damit eben auch, wie männlich oder weiblich das Gesicht aussieht. Es zeigt sich also ein Einfluss auf Finger und auf Gesicht und auf Gehirn und damit auf Verhalten und Persönlichkeit.